Hallo, ich bin's, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Tag 25 Wirbelsäulengymnastik mit den Brasils. Richte dich zuerst mal auf, komm weit in die Grätsche, zieh deinen Bauchnabel sanft nach innen und konzentriere dich heute mal auf deine Haltung. Das heißt, du hebst dein Brustbein und alles andere passiert eigentlich automatisch mit der Schwerkraft. Das heißt, deine Schultern fallen weit nach hinten unten. Du fixierst deine Schulterblätter so richtig an der Wirbelsäule. Und vielleicht denkst du dir einen Faden am Scheitel, der dich Richtung Decke zieht. Spür deine Füße auf dem Boden. Wir stehen eigentlich ganz stabil auf unseren Großzehenballen, Kleinzehenballen und auf der Ferse. Nimm die Daumen auf die Spitzen und mach zuerst mal ganz kleine Bewegungen hier nach hinten. Ich möchte gerne, dass wir zuerst mal die Schulterblätter an die Wirbelsäule fixieren. Ja, spür in deinen oberen Rücken hinein, was da passiert. Richte dich auf. Nimm deine Aufrichtung wahr. Die Wirbelsäule ist ganz wichtig, dass sie beweglich bleibt, aber natürlich auch, dass wir die gelenknahen Muskeln stärken, das heißt die Muskeln, die unsere Wirbelsäule tatsächlich auch stützen. Beckenboden zum Beispiel, tiefer Bauchmuskel, der auch die Organe schützt hier, ja, natürlich auch die Wirbelsäule stabilisiert und die tiefen kleinen Rückenmuskeln, die unsere Wirbelgelenke stabilisieren. Genau, und das haben wir heute vor. So, wenn du die Aufrichtung hast und eine stabile Mitte spürst, dann nimmst du deine Hände jetzt erstmal auf deine Oberschenkelaußenseite und roll ganz leicht deine Brasils an deinen Außen. Seiten entlang. Das heißt, du neigst deine Wirbelsäule einmal nach rechts und einmal nach links. Öffne ruhig deine Hände und spür auch diese Noppen in den Händen, die deine Handflächen, deine Rezeptoren in den Handflächen anregen. Genau. Spür die Beweglichkeit deiner Wirbelsäule. Dein Bauchnabel ist immer noch innen oben. Und dann langsam wieder zurück zur Mitte. Brasils nehmen, wir haben nur 270 Gramm, und neben deinen Beinen zwei kleine Achter beschreiben. Und diese 270 Gramm, die lässt du jetzt so richtig locker fallen. Du kannst gerne auch ein bisschen größer werden. Vielleicht merkst du noch deine Bauchmuskulatur von gestern. Dein Rücken vielleicht auch. Dann versuch da ruhig noch ein bisschen größer zu werden, deine Wirbelsäule zu mobilisieren. Locker lassen, Bauchnabel bleibt innen dran denken. Letzten Male. Langsam mal die Beine schließen, die Bewegung weitermachen, also deine Füße hüftschmal. Bleib jetzt geöffnet, Schultern tief. Und jetzt lässt du deine Hände einmal rechts, einmal links an Bauch und Rücken aufklatschen. Das sind noch Energiepunkte, die sich lohnen zu aktivieren. Ganz locker von rechts nach links. Ja, lass die Brasilien zurückfliegen. In die Rotation. Genau. Und dann ganz langsam wieder zur Mitte einpendeln. Schau, dass beide Arme erstmal neben dem Körper hängen. Du bist jetzt aufgerichtet. Nimm deine Daumen auf die Spitzen. Deine Ellbogen erstmal an den Körper und mach jetzt mal ganz kleine Mini-Moves. Wir aktivieren jetzt unsere tiefe Rumpfmuskulatur in kleinen Hackbewegungen. Genau. Die Schultern sind tief. Spür, was im Becken passiert. Eine minimale Bewegung in den Gelenken. Nimm deine Arme jetzt zur Seite. Körper nah ist immer ein bisschen leichter wie Körper fern. Spür. Auch hier, wie jetzt dein Rumpf ganz leicht nach rechts und links sich bewegt.
So, spannen jetzt diese kleinen Muskeln an. Und jetzt nimmst du deine Handflächen zur Decke und bewegst sie präzise vor und zurück. Schultern sind immer noch hinten fixiert, oder? Genau. Dein Atem fließt. Und merk mal, wie es von innen raus warm wird. Und diese Minimoves müssen nicht länger wie 10 bis 40 Sekunden sein. Wenn es mir zu viel ist, mach eine Pause. Aber wir hören jetzt auf. Schultern zurück, öffne deine Hände wieder, atme ein, deine Arme nach oben und atme aus, lass sie wieder sinken. Einatmen und aus. Rechtes Knie kommt mit, nach oben und nochmal aus. Wir verkleinern unsere Auflagefläche, stehen also nur noch auf einem Fuß. Das heißt, also wir trainieren unsere Balance, unser Gleichgewicht und dadurch trainieren wir auch Reaktionsschnelligkeit unserer Muskeln. Tiefen spannen nämlich vor den Oberflächen an, gerade wenn wir so in unvorhergesehene Situationen kommen, dann müssen die aktiv werden, ohne dass wir es willkürlich bestimmen können. Halte ein Bein oben, Arme gehen zur Seite, wieder nach oben und nochmal ab. Geht es auf einem Bein? Schwer? Wenn es schwer ist, dann lass uns das wirklich üben. Ganz wichtig. Nochmal, nach oben, heb dein Brustbein, komm wieder hoch, nochmal. Die Balance finden, halten, genau, noch einmal. Jetzt bleibst du hier, Steinknie ist gebeugt und jetzt machst du ganz kleine Mini-Moves hier. Bring dich aus der Mitte. Spüre in deinen Rumpf. Fixiere deine Handgelenke und Ellbogengelenke. Sehr schön. Löse wieder. Wechsel die Seite. Einmal noch das andere Bein. Hoch und Mini-Moves. Also wenn du da morgen die Muskeln ganz nah an der Wirbelsäule spürst, dann ist es normal. Sehr gut. Langsam. Nochmal entspannen. Lass deine Schultern nochmal locker. Mach ruhig zwischendurch immer mal wieder diese kleinen Achterbewegungen in deine Schultern zu entspannen. Genau. Dann lässt du deine Schultern wieder hinten, unten und tippst einmal rechts, einmal links nach hinten. Ganz egal, welches Bein zuerst. Wichtig ist nur wieder dein gerader Rücken. Eine Aufrichtung, nochmal. Und versuch jetzt, wenn rechts zurückgeht, deinen gegenüberliegenden Arm mit nach vorne zu nehmen, also links. Wenn links zurückgeht, deinen rechten Arm. Der andere Arm geht nach hinten. Gut. Ziehen. Blick entweder zum Boden oder du drehst dich auch den ganzen Körper, so wie ich, zur Seite. Kannst du zu mir nach vorne schauen. Nochmal, Schultern tief lassen. Halte jetzt einmal, egal welche Seite, und versuch mit dem vorderen Arm kleine Bewegungen hoch tief zu machen. Halte dich, Becken parallel zum Boden, es darf gewackelt werden. Und löse. Andere Seite, Länge und kleine Bewegung. Schulter zurückziehen, Becken parallel zum Boden. Atem fließen lassen. Normal. Und langsam wieder zurück. Füße Luft schmal aufsetzen, nach vorne runden, rollen, mit Brassis ab. Rücken nochmal gerade, noch einmal rund. Und nochmal gerade ziehen. Und rund. Und gerade. Und ganz gerade bleibst du jetzt. Versuch dein Körpergewicht nach hinten zu setzen. Bauchnabel nach innen oben. Versuch jetzt mal einen Arm zur Seite zu heben.
wechseln, anderen an. Stütze dich erst nochmal nur mit einer Seite ab. Der andere Arm hebt. Zieh deine Schulterblätter hinten zusammen. Und wenn es ganz gut klappt und du das Gefühl hast, du kannst dich dann stabilisieren, dann hebst du beide Arme zur Seite und lösen. Schulterblätter zusammenziehen. Schwerer, oder? Beide Arme. Noch einmal halte jetzt außen. So, und jetzt kommen die letzten kleinen Mini-Moves hier im Stehen. Vor und zurück. Bauchnabel nach innen oben. Handgelenke fest. Ellbogengelenke fest. Spür in den Rücken. Merkst du was? Die letzten Male. Schulterblätter zusammenziehen. Und absetzen. Wirbel für Wirbel aufrollen und entspannen. Schön. Einmal runterkommen. Rücken rechts geht's. So, wissen wir schon. Wenn deine Brassie ist nach vorne. Und jetzt roll dich nochmal vor. Zieh deinen Rücken lang. Mach dich rund. Und roll dich nochmal ganz lang hier nach vorne. Und nochmal richtig rund werden. Letztes Mal. Komm nach oben und komm auf beide Hände und mit den Knien unter dein Becken. Zuerst ziehen wir jetzt wieder unser Brustbein nach oben. Das heißt, du holst dich Richtung Decke. Lass dann dein Brustbein nochmal sinken. Ziehst dich nochmal ganz weit nach oben und lass dich nochmal sinken. Hochziehen und senken. Hochziehen und hier bleiben. Die Kraft in der Mitte spüren. Bleib auch wirklich mittig stehen. Deine Wirbelsäule versuchst du in der neutralen Position zu halten. Nimm ein Brasil in eine Hand. Bleib mittig. Und es ist schon schwer genug jetzt. Einfach mal die Hand mit dem Brasil zur Seite zu heben. Und hier mal ganz kleine Mini-Loops. Und schau mal, dass dein Becken wie so ein Hund wehen anfängt. Dann machst du die Bewegung richtig aus der Schulter. So, du spürst jetzt deine Rumpfmuskulatur. Wenn nicht, bist du vielleicht mit dem Gewicht zu weit auf der Seite deines Standarmes. Und wechseln. Noch einmal mittig. Bauch nach innen ziehen. Und kleine Bewegung. Den Atem fließen lassen. Minimale Bewegung spüren. Oh, nochmal langsam wieder zurückkommen. Sehr gut. Und noch einmal wechseln. Und ganz kleine Bewegung. Und jetzt nochmal gegenüberliegendes Bein nach hinten strecken. Jetzt wird es wackeliger und vielleicht möchtest du auch die hintere Fußspitze heben. Und jetzt darf gewackelt werden. Wow. Oh, nochmal lösen. Super. Andere Seite. Raus aus den Schultern. Bein strecken, Arm zur Seite. Und vielleicht auch noch die Fußspitze. Dann haben wir nur noch die Hand und das Knie am Boden. Und je wackeliger, umso mehr schulen wir unsere Reaktionsschnelligkeit. Geht und löse und entspann dich. Super. Auslockern die Schultern und einmal zur Seite drehen. Komm zur Seite, nimm ein Brasil vor dich und dann darfst du jetzt erstmal ganz entspannt nach vorne zurückrollen, deine Brustwirbelsäule mobilisieren. Genießt es wirklich. Ganz locker lassen.
Die Brustwirbelsäule muss unbedingt beweglich bleiben. Da sind wir gerne viel zu fest. Und dann haben wir gerne Nackenschmerzen, also versucht da oben beweglich zu sein. Dann werden wir auch im Nacken lockerer. So, jetzt bleibst du. Streckst deine Beine mal aus, deine Arme aus. Hol dir nochmal deine Körpermitte. Heb deine Beine an. Ups. Und jetzt nochmal die ganz kleinen Mini-Moves hier. Vor, zurück. Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Bauch gespannt. Atmen. Merkst du eine minimale Bewegung? Halte diese Mitte, stütze dich vorne ab. Fußspitzen anziehen und ganz kleine Hackbewegung. Hier mit den Beinen. Spür deine tiefen Rumpfmuskeln. Merk mal, dass die Bewegung im ganzen Körper ankommt. Hacken, hacken, hacken. Es soll bis oben zum Kopf diese Bewegung, dieses Hacken ankommen. 4, 3, 2 und aufsetzen. Nach oben kommen und locker lassen. Vielleicht einmal kurz nachspüren. Ist jetzt ein bisschen anders das Gefühl? Der Unterschied von rechts zu links? Ja. Dann kommst du zur anderen Seite. Einmal rum. Rechter Winkel. So, Becken wieder stabil. Pressier vor und beweg zuerst mal wieder deine Brustwirbelsäule. Jetzt bewegst deinen Arm auf dem Brasil weit nach vorne, zurück, beweglich werden. Ja, die Übung kannst du wirklich mal öfters machen am Tag. Du wirst sehen, es ist wirklich angenehm, auch für einen verspannten Nacken. Tut auch den Händen gut, oder? Richtig die Hände spreizen, drüber rollen und langsam wieder zur Mitte kommen. Mach dich lang. Arme und Beine ausstrecken, Bauchseite nach innen ziehen, anheben und erstmal kleine Bewegung vor, zurück. Bring dich aus der Mitte. Wackel ruhig, wenn es erlaubt. So 20 bis 40 Sekunden. Du möchtest, machst du länger oder ein bisschen kürzer wie ich. Dann halte genau die Spannung, stütze dich vorne auf, Fußspitzen anziehen und ganz kleine Hackbewegungen. So, und spüre jetzt, wie die im ganzen Körper ankommen. Im Rücken, im Bauch. Atem fließen lassen. Hacken, hacken, hacken. Bauchseite nach innen ziehen. Denk an diese Körpermitte, an die Spannung in der Mitte. Die letzten. 4, 3, 2 und entspann dich. Einmal kurz entspannen. Komm in die Rückenlage, dreh dich einfach um. Stell deine Füße auf, roll dich hier langsam unterstützt ab. Lass deine Schultern nochmal völlig entspannt. Einen Endspurt machen wir noch, oder? Ja. Füße schließen. Dein Steißbein beginnt, rollt sich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Bis du maximal bei deinen Schultern an Spitzen ankommst. Und dann kommst du langsam nochmal tief. Noch einmal hoch und da oben bleibst du jetzt. Denk dann maximal bei deinen Schultern an Spitzen. Deine Arme über dein Brustbein. Und jetzt mach hier mal ganz kleine Mini-Moves. So, spür, was im Becken passiert. Was macht dein Becken? Und jetzt versuch mal, eine Ferse einfach auf das andere Knie zu stellen. Dein Becken stabil lassen. Schultern tief.
Halte hier oben. Seite wechseln. Fliegende wechseln. Ferse auf dein Knie stellen. Dein Becken parallel zum Boden. 20 bis 40 Sekunden. Dein ganzer Körper darf sich leicht schütteln. Und vorsichtig deine Füße wieder aufstellen. Langsam abrollen, Arme zur Seite und deine Knie öffnen. Geschafft. Atme in deinen Bauch. Entspanne deinen Beckenboden. Öffne dein Brustbein. Sehr gut. Lass die Plassis gut liegen. Nacheinander die Beine herziehen zu dir. Ein bisschen auf deiner Rückenmuskulatur kreisen. Fass nicht zu tief, sondern fass entweder hier oben am Knie oder am Oberschenkel. Sonst hat man so einen Druck auf dem Kniegelenk. Seite wechseln, andersrum kreisen. Aufstellen die Beine. Komm zu mir zur Seite. Drück dich über die Seite ins Weite, völlig rückengerecht. Eins weiter auf deine Knie kommen. Locker rück deine Schulter nochmal aus. Nimm ein Bein nach vorne, lass dir Zeit. Stütz dich hier auf, nimm dein zweites Bein nach vorne, stütz dich auf. Beweg ruhig nochmal deinen Rücken, der hat es verdient, deine Wirbelsäule, die hat es verdient. Und dann gerade Rücken und mit geradem Rücken kommst du zu mir nach oben. Bleib nochmal stehen. Lass deine Schultern fallen. Wenn du möchtest, schließ nochmal deine Augen und spür deinen Stand. Spür deine drei Punkte, auf denen du stehst. Brustzehenbein, Kleinzehenbein, Ferse. Knie sind durchlässig. Dein Bauch ist aktiv, dein Brustbein gehoben. Schultern entspannt. Fühl dich aufgerichtet, fühl dich vielleicht gewachsen und stabiler. Du hast ein bisschen Luft unter deinen Achselhöhlen und fühlst dich wohl und entspannt. Atme aus, öffne ruhig nochmal deine Augen. Atme ein, mach dich lang. Atme aus, lass dich fallen. Atme ein und dann streckst du dich nochmal. Und reckst dich, ziehst dich lang. Du hast es geschafft für heute. Atme aus, schüttel deine Arme aus, locker dich aus. Und bis morgen.